kurzem habe ich eine Geschichte erlebt, die ich gerne weitergeben möchte, die mich sehr auch hat beschäftigt hat. Wir waren unterwegs und gehen einen Kaffee trinken. Und dort war auch eine Person, die angestellt ist, die hat Tische geputzt. Ich habe die Person in diesem Restaurant schon mehr gesehen, weil sie einfach abräumen und die Tische super machen und putzen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich sollte ihr mal «Merci» sagen. «Merci» sagen für das, dass sie immer einfach die Arbeit macht und für uns so saubere Tische macht und das Geschirr abräumt und einfach den Job macht, der ja nicht unbedingt gerade so eine angenehme Sache ist. Ich habe das dann gemacht. Ich war vor Weihnachten, hatte noch etwas kleines Geschenk dabei, das ich ihr gegeben habe, und habe ihr einfach mal «Merci» gesagt. «Merci» gesagt, «Danke» gesagt für den Dienst, den sie einfach tut für uns. Und die Frau war derart berührt, dass sie wässrige Augen bekommen hat. Und das hat wieder mehr berührt. Mehr berührt einfach zu merken, wie ein «Merci» sagen so viel kann auslösen im Leben eines Menschen. Und da ist mir der Bibelfers aus den Psalmen in den Sinn gekommen, dass Gott uns ermutigt, dass wir doch dankbar sein sollen. Dass wir sollen Dank opfern, Dank geben, anderen Menschen einfach das so können ausdrücken. Und dass das so viel Positives für uns persönlich, aber auch im Leben von anderen auslöst. In diesem Sinn, merci vielmals.